Ja, hallo, grüß dich. Es freut mich, dass du wieder mit dabei bist bei Rich's Umbrella News. Heute möchte ich dir ein Unternehmen vorstellen, das insbesondere in den letzten Tagen im Wikifolio Umbrella übergewichtet worden ist. Es ist hier zu Zukäufen gekommen und ich möchte dir zeigen und erzählen, erklären, warum es dazu gekommen ist. Von dem Unternehmen, dem ich spreche, das ist Rheinmetall. Rheinmetall ist ja ein deutsches Unternehmen in der Verteidigungs- bzw. Automobilindustrie tätig, wobei das Unternehmen mit 7 Milliarden Euro ein relativ geringe Marktkapitalisierung in der Verteidigungsbranche beinhaltet. Aus meiner Perspektive fast eine zu niedrige Marktkapitalisierung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell zwischen 14 und 15 und dieses Unternehmen hat insbesondere in der letzten Woche nach der Ankündigung der russischen Teilmobilmachung besonders profitieren können, beziehungsweise zu Beginn besonders profitieren können, sind ja dann noch mehrere Faktoren letzte Woche hinzugekommen. Die Stimmen der Analysten, hier ist es so, dass das niedrigste Analystenziel aktuell bei Rheinmetall bei 200 Euro liegt. Das durchschnittliche Analystenziel bei 225 Euro in etwa und das maximale Analystenziel bei 263 Euro. Und ich möchte dir zeigen, wie es aktuell dann mit dem Chartbild aussieht und warum ich denke, dass dieser Kurs durchaus noch weiter Potenzial haben könnte. Betrachten wir also das Chartbild und auch insbesondere die Aktie selbst und auch die Analystenmeinungen, die hier eben durchaus sehr ambitioniert sind. Warum denke ich, dass diese Analystenmeinungen sehr ambitioniert sind? Aktuell liegt der Kurs bei Rheinmetall bei 154,66 Euro. Wenn man etwas hinauszoomt und damit auch in die Historie hineingeht von Rheinmetall, sieht man sehr schön, wie sich nach dem Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine dieses Ausbruchgap entwickelt hat. Anhand dieses Ausbruchsgaps und auch der Ankündigung der deutschen Regierung, 100 Milliarden Euro zusätzlich für Rüstungsausgaben zur Verfügung zu stellen, kam es regelrecht zu einem raketenhaften Aufstieg der Rheinmetall-Aktie. Im Bereich so Mai, April, Mai diesen Jahres konnte dieser Widerstand bei 225 Euro, das ist ja das durchschnittliche Analysenziel, nicht überboten werden. Es kam zu Gewinnmitnahmen. Ein zweiter Anstieg, kann man hier sehen, hat stattgefunden bis bei oder um Juni diesen Jahres und ab Juni diesen Jahres konnte wieder einerseits dieses Hoch bei 225 Euro nicht durchbrochen werden. Es hat sich dann in der Folge ein Abwärtstrend etablieren können und dieser Abwärtstrend hat sich, wie hier eingezeichnet, bis eben bis zum 21. September fortsetzen können. Und hier ist dann eben diese Teilmobilmachung durch den russischen Präsidenten festgelegt worden, beziehungsweise angekündigt worden. Und man sieht hier dann dieses Ausbruchsgap mit bis zu 10% plus, was hier die Rheinmetall-Aktie dann eben an einem Tag umsetzen hat können. Am selben Tag oder am Tag danach die Ankündigung der Fed, 25 Basispunkte, die Zinsen zu erhöhen. Und diese Zinserhöhung hat mit dem Gesamtmarkt auch zu Gewinnmitnahmen bei der Rheinmetall-Aktie geführt. Was aber sehr spannend ist und mich trotzdem sehr positiv bewegt in der Aktie ist, dass hier einerseits diese Unterstützung hat halten können, diese Unterstützung über 150 Euro und eben auch über diesem Ausbruchsgap und ebenfalls, dass dieses Ausbruchsgap beziehungsweise dieser Kurs über dem Bollinger Mittel sich hat etablieren können. Einengung der Bollinger Bänder über den Bollinger Bändern, eine Etablierung, das könnte durchaus in der Folge weiterhin spannend bleiben. Zumindest ist das meine Meinung und hier auch ein mögliches Szenario. Aus meiner Sicht wäre eben auch ein Anstieg, ein weiterer Anstieg aus dieser sehr starken Unterstützung, wenn sich diese denn so auch hier zeigen kann. Möglich 200 Euro um diesen Bereich wäre ja das niedrigste Kursziel. Also die Analysten selbst sind ja viel positiver gestimmt bei der Rheinmetall-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel läge sogar bei 225, das maximale Kursziel bei 263 Euro.
Ihr seht also hier, dieser Bereich, der müsste unbedingt halten aus meiner Sicht, um für weitere steigende Kurse zu stehen. Fällt der Kurs unter diese 150 Euro, na dann würde sich wohl der Abgabedruck wieder weiter erhöhen und weitere Kursverluste wären durchaus dann im Möglichen. Wie schon gesagt, keiner weiß es ganz genau, was auf jeden Fall passiert ist. Ich habe hier einmal in Wikifolio Umbrella die Übergewichtung von der Rheinmetall-Aktie schon einmal durchgeführt. Aktuell sind 13,3% des Wikifolios in Umbrella investiert, beziehungsweise ist hier mit der Rheinmetall-Aktie bei Wikifolio Umbrella die zweitstärkste Position nach Lockheed Martin. Ja, damit wollte ich schon euch ein kleines Update geben, wenn es um die Umbrella-Strategie-News geht, wenn es wieder um ein Unternehmen geht, das hinzugefügt worden ist, beziehungsweise besser gesagt in der letzten Woche übergewichtet worden ist. Und ich wollte euch auch hiermit ein bisschen erzählen, was diese hintergründlichen Gedanken für diese Übergewichtung in der aktuellen Situation sind. Ich freue mich natürlich, wenn du wieder ein Like hier lässt, wenn du einen Kommentar setzt, beziehungsweise wenn du unseren YouTube-Kanal auch abonnierst und vielleicht das nächste Mal auch wieder gerne mit dabei bist, wenn es darum geht, die Umbrella News vorzustellen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag.